herzlich willkommen zum neuen Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich freue mich sehr. Ja, ihr Lieben, und zwar heute gibt es mal wieder ein Perlenstück-Video. Ist ja schon wieder 2 Wochen her. Mann, die Zeit rennt. Ich habe so geguckt und habe gedacht, naja, vor einer Woche ungefähr hast du vielleicht eins gemacht. Aber nee, ist tatsächlich schon 2 Wochen her. Und ich gedacht, heute mache ich auf jeden Fall eins. Und ich wollte euch so ein bisschen berichten. Ich habe euch ja beim letzten Video erzählt, dass ich meinen Stoff tausche. Und das möchte ich euch jetzt heute mal zeigen. Und zwar, für alle, die jetzt gerade mal kurz noch erst eingeschalten haben, ich habe mir dieses Bild gekauft und wollte das sticken und habe dann auch schön fleißig angefangen. Und ja, sowas kam dann dabei rum. Seht ihr diesen Versatz, den ich hier habe? Und ja, und hier auch, also die Perlen sitzen einfach nicht gerade und es liegt aber nicht, ich habe erst gedacht, es liegt daran, weil ich erst mein erstes Bild auf AIDA, dass ich vielleicht einfach ungeübt bin und dass es deswegen nicht funktioniert. Aber schaut mal hier unten, trotz dass die Reihe stimmt, verzieht sich das so nach oben. Weil man sieht hier, kann ich es zeigen richtig überhaupt? Man sieht hier, dass es eine Reihe ist. Und ja, also auf jeden Fall habe ich den Stoff jetzt gewechselt und habe jetzt mir bei stickstoff.eu, glaube ich, heißt es, ich kann euch gerne den Shop unten verlinken, habe ich mir ein neues Stück Stoff gekauft, weil ich wollte eh einen neuen Stoff kaufen für meinen Kreuzstich, das ich gerade am Zusammenstellen bin. Genau, ach, hier habe ich mir markiert, wie ich am Anfang, genau, dann bin ich doch noch ein bisschen weiter runter. Ich habe so 4 Finger breit, das ist so die Richtlinie bei der, hat die Mine ja erzählt. Und ja, habe mir den Stoff ausgemessen, genauso wie den ich dabei hatte. Habe aber auch noch mal geguckt. Der Stoff, also ich denke mal, das ist 27 x 38 cm, also 38 x 27. Und so habe ich es jetzt gerichtet. Und ihr seht, es passt auch super rauf. Hier jetzt hat tatsächlich noch ein bisschen rechts können. Das ist, ich habe es mir schon ein bisschen vorgezeichnet. Und zwar habe ich das mit diesem Frykson von Pilot mit dem Stift gemacht und der verschwindet wieder, wenn man zum Beispiel mit einem Föhn drüber geht und es abföhnt. Durch Wärme verschwindet der. Man kann tatsächlich auch, das habe ich auch schon ausprobiert, es geht tatsächlich auch. Ah ne, der hat es nicht. Doch, hier Kacke. Der hat hier so eine Spitze. Mit dem könnte ich das auch wegradieren auf dem Stoff tatsächlich. Das mache ich jetzt aber mit der nicht, weil die ist relativ dreckig. Der lag in Ewigkeiten in einem Schulmäppchen drin. In einem alten Schlampermäppchen. Aber könnte ich eigentlich, weil dieser Stift funktioniert durch Wärme. Also, und wenn man reibt, dann erwärmt sich ja der Stoff. Also funktioniert auch zum Wegradieren. Ja, ich habe hier mein Perlenbrett. Da habe ich hier meine ganzen Perlen einsortiert. Und hier die Farbe gehört auch noch dazu, zu diesem Delfinbild. Und da ich aber gerade, ich stick jetzt eine ganze Reihe durch. Vorher habe ich das so gemacht, da habe ich jetzt, glaube ich, wie weit bin ich denn? Ja, ich glaube bis hier, die Hälfte. Und das sind die nächsten 2 Seiten. Also das sind die ersten 2 Seiten und das sind die nächsten 2 Seiten, die wir jetzt sticken. Ich habe mir das ein bisschen vorsortiert, wie ihr hier rechts sehen könnt. Ich wollte euch das nur zeigen. Je nachdem... Entschuldigt, je nachdem, wie schnell ich vorankomme, sortiere ich vielleicht noch mal eine Reihe weiter. Ja, wir können uns das ja mal anschauen. Und zwar seht ihr hier, die liegen richtig schön. Aber man muss dazu sagen, es ist jetzt auch so, dass ich die doppelt gestickt habe. Ich habe die Empfehlung bekommen, jede Perle doppelt zu sticken und das habe ich jetzt, mache ich jetzt tatsächlich gerade und dass die einfach schön fest sitzt
Und an den die Endperlen werde ich auch alle doppelt stecken, damit es hier eine schöne gerade Linie runter geht. Ich glaube, ich fahre da ganz gut damit. Ich habe meinen Needleminder. Und dann würde ich sagen, machen wir mal, fangen wir mal an. Ich nehme euch ein bisschen runter, damit ihr das natürlich auch hier schön sehen könnt. Na, ganz so runter machen wir es nicht, das zoome ich lieber. Weil ich gerade merke, sonst hängt mir die Kamera auf dem Stoff. Zoomen wir ein bisschen. So, wir machen ja hier weiter. Ja, ich denke, ein kleines bisschen kann ich doch runter noch, damit ich immer ein bisschen einen Blick auf die Kamera habe, weil die Kamera über mir hängt. Jetzt hängt sie aber so ungefähr auf Augenhöhe. Dann kann ich immer ein bisschen drauf linsen, ob ich auch in der Kamera bin. Ja. Ja, also ich bin jetzt froh, dass ich die Entscheidung getroffen habe. Ich habe erst echt an mir gezweifelt. Und ich habe aber dann gemerkt, da ich ja bei Tokaré war, wirklich sauber stick, habe ich gedacht, nee, das kann nicht sein. Irgendwie. Ja, doch, alles gut. Ich habe gerade gedacht, ja, das sieht nur so aus, weil beim mein Licht, ich habe gerade gedacht, es wirkt dunkel bei euch in der Kamera, aber es ist nicht dunkel. Ja, und jetzt möchte ich immer eine Linie sticken. Und jetzt machen wir das aber anders. Ihr seht ja das Perlenbuch ja sowieso nicht. Und ich mache das Perlenbuch erstmal auf die Seite. Und dann kann ich mir hier die Perlchen hersticken. Jo. Prima. Im Moment sticke ich gerade so, also gerade, weil ich ja die ganze Reihe mache und weil ich die ja doppelt stick. Aber ich denke, ich werde dann später wieder auf senkrecht umstellen. Also jetzt sticke ich ja in der waagrechten und später werde ich wieder umstellen auf senkrecht, denke ich. Wenn die erste Linie mal gestickt ist. Ja, und dann hoffe ich, halt, ich wollte sie ich wollte jetzt gerade schon ein Loch weiter sticken, aber ich sticke sie ja doppelt. Das heißt, ich muss hier im Ausgangsloch wieder rauskommen. Oh nein! Also das muss man doch. Da waren so lang. Gerade im Tube. Ihr habt meine Hand kommen sehen, gell? Entschuldigt. Der eine oder andere wird vielleicht auch nebenbei sticken und gar nicht gucken. Ja. Was gibt es sonst noch so Neues bei mir? Also, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, bin ich dem Stickfieber etwas verfallen. Und das macht mir auch richtig, richtig Spaß. Hab richtig Spaß dran an dem Kreuzstich. Gerade im Moment sticke ich an so einem kleinen Saal, nennt sich das, also Stitch Along. Das ist so ein gemeinsames Sticken in einer bestimmten Zeit. Und da habe ich jetzt bald das erste Motiv gestickt. Also man kann bis zu 16 Motive sticken. Man kriegt aber immer nur ein Motiv nach dem anderen. Also ihr könnt mal schauen, in einer meiner letzten Videos, im Bild, Vorschaubild vom Video, sind so zwei kleine Igel abgebildet. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, könnt ihr gerne mal reinschauen, falls ihr da auch Interesse hättet. Ist da was falsch? Jetzt bin ich beim Hochkommen durch die Nadel gerutscht. Jetzt machen wir nochmal. So, jetzt passt's. Und das so süße Motive. Ich liebe total. Also
ganz goldig, und zwar ist es Stitch Along St. Valentin. Und es hat so ein bisschen angelehnt an den Valentinstag, weil das sind lauter kleine Sortierpärchen. Und die sind so niedlich, echt. Ich besticke gerade die Igel. Und die ist so goldig, echt. Das macht richtig Spaß. Ich bin mal gespannt mit dem Backstitch nachher. Dann. Ja, und ich habe mir ein ganz, ganz tolles Bild bei der Olga bestellt von Olgas Perlenwelt. Und ich habe ihr heute geschrieben und sie hat mir gesagt, ja, dass die Ware diese Woche auf Reisen geht, also dass es mir diese Woche zuschickt. Und da freue ich mich richtig. Und dann gibt es natürlich ein Unpacking für euch. Und zwar ist es ein ganz großes Bild, ich glaube 60 x 90 von der Maße her. Wenn ihr es überlegt, jetzt hier dieses Bild, das hat ja nur 27 x 38. Das andere ist mir dreifach so groß. Ja, mega, ich freue mich. Und zwar ist es die Grinsekatze von Alice im Wunderland. Mega Teil, also ein wahnsinniges Bild. Ich habe schon richtig Bock, das anzusticken. Auch viel, viel Türkis und Blautöne, das ist ja total mein, gell? Und aber hat auch nicht gerade wenig gekostet, muss ich sagen. Also es ist wirklich auch... Hat einen stolzen Preis, muss ich sagen. Aber wenn ich mir dann überlege, wie lang ich an diesem Bild sticke. Halt, ich habe was vergessen. Wo ist jetzt hin? Da. Wenn ich mir überlege, wie lang ich an diesem Bild sticke. Entschuldigt, dass ich habe hier, mir ist hier der Stift ausgelaufen und jetzt habe ich hier so schwarze Flecken. Ich habe versucht wegzumachen, aber es ging nicht. Ging leider nicht weg. So ein blöder Filzstifter ist irgendwie, ja, kann passieren. Ich hoffe, es stört euch nicht so sehr, wenn ihr hier das seht. Aber ich glaube, es hält sie noch Grenzen, oder? Ja, wenn nicht, hört mir einfach nur zu und stickt nebenbei, wenn es euch stört. Und da stickt man ja wahnsinnig lang dran an so einem großen Bild, gell? Wenn ich überlege, mein Tokareva ist ja auch ungefähr in der Größe, ein bisschen kleiner sogar noch. Ich glaube, mein Tokareva, wie groß ist denn das? Ich glaube, das ist 60 x 80. Und ja, da sticke ich auch wahrscheinlich mehrere Jahre dran. Also, das ist nicht einfach mal so runtergestickt, ne? Soll es ja auch nicht sein. Also, ich finde... Das ist auch was ich so sympathisch am Sticken finde irgendwie. Man hat so gar keinen Druck. Beim Diamond Penning ist es wieder anders. Da hat man halt, kommt man halt schnell voran und dann will man natürlich auch, dass es schnell fertig wird. Aber hier beim Sticken, irgendwie da bin ich viel entspannter und gechillter. Ich schaue mir ja gerade auch sehr so gerne VIP Parade an. Das sind Videos, also habe ich, glaube ich, im deutschsprachigen habe ich es auch schon gesehen, und zwar Stitchy Lemon, genau, die hat auch eine Rip Parade gemacht. Oh, es war so interessant, hey, es macht so Spaß, dazu zu gucken. Und die Rachel Reed kennen vielleicht die einen oder anderen, die macht ja auch viel Diamond Painting. Die stickt aber auch viel. Und die hat, glaube ich, die hat fast 40 Projekte angestickt. Aber die ist auch so eine, die liebt auch total die Abwechslung. Die braucht auch immer ständig was Neues. Das ist bei mir auch so. Manche sagen, ja, mach doch erstmal das eine fertig und dann machst du das nächste. Aber nee, ich brauche die Abwechslung. Ich kann das nicht. Ich kann nicht die ganze Zeit immer nur an einem werkeln. Manchmal packt es mich auch, gell? Dann sitze ich wirklich auch lange in einem Projekt. Aber manchmal brauche ich halt auch die Abwechslung. Und deswegen finde ich das beim Sticken halt irgendwie so. Sticken ist ja auch ein sehr langsames Hobby. Also es dauert ja wirklich. Also ich finde tatsächlich, dass Sticken noch länger dauert als Perlensticken. Weil bei Perlensticken mache ich ja nur ein halbes Kreuz. Und bei Sticken mache ich ein ganzes Kreuz. Außer ich sticke im Tenstitch, also im halben Kreuz. Aber das mache ich noch nicht. Ich bin mir so unsicher, ob es gut aussieht.
Aber vielleicht, wenn ich mal auf 28 Accounts stecke. Im Moment bin ich erst bei 25 angekommen. 28 traue ich mich noch nicht so ganz. Na. Ich habe gerade gedacht, die Nadel ist zwischen dem Faden. Habe auch erstmal kurz überlegen müssen bei dem Stoff, welcher Count ist es überhaupt bei Perlenstingen, aber das ist ja immer 14 Count. Genau, und da habe ich jetzt auch noch ein Stück 14 Count Stück habe ich noch übrig. Und da mal gucken, da werde ich vielleicht irgendwelche. Ich bin ja auch momentan echt regelmäßig irgendwie auf Etsy unterwegs und gucke nach irgendwelchen Stickanleitungen. Ja, also die sitzen sehr schön. Der Stoff hier ist natürlich ein bisschen gestärkter. Also der ist nicht so ganz so fluffig weich wie jetzt der Aida, von wo dabei war und auch von Tokarewa. Die sind ja ganz weich, die Stoffe. Aber ich glaube, das macht keinen Unterschied. Also ich glaube nicht, dass die sitzen genauso gut drin. Ich habe auch manche schon gesehen, die haben ja auf vorgedrucktem Aida, sage ich jetzt mal, gestickt. Also da ist es quasi in kompletter Stoff und da sieht man nur die kleinen Punkte. Anstatt Löchern hat man da Punkte. Ja, eine Bekannte von mir hat sich auch ein Vollbild bestellt und hat so einen Vordruck gehabt mit nur mit Punkten. Ich war erst ein bisschen verdutzt und ich so, hä, was ist denn das? Aber sie hat sich wohl ganz gut dort drauf sticken lassen. Wenn ich das jetzt so richtig in Erinnerung habe, schon Weilchen her. Ich glaube, es war im Sommer irgendwann. Ja. Ich meine, das war jetzt auch nicht teuer. Ich habe jetzt, glaube ich, für ein. Ihr könnt ja euch mal den Haul anschauen, den XXL Haul, Stick Haul. Da habe ich das ja gezeigt. Und ich glaube, ich habe 11 Euro oder so für 1,40 Meter mal 60 Zentimeter oder so. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und. Ja, also nicht so teuer. Ich muss echt darauf achten, dass ich beide Fäden gleich stramm ziehe. Ich merke das richtig, geht euch das auch so, dass ihr immer einen Faden irgendwie nicht richtig, sich einen Faden immer nicht richtig festzieht. Komisch, gell? Oh. So, seht ihr den Unterschied? Längenunterschied. Ich schneide mir das jetzt auch gleich ab, so. Damit ich damit es auf einer Höhe ist. Damit ich da nicht durcheinander komme, wie lang der Endfaden noch ist. Ja, und ich sticke auch mit einer 28er Kreuzsticknadel. Die habe ich mir bei AliExpress gekauft. Den Tipp hatte ich damals von der Mine. Die hat mal in irgendeinem Video, ich glaube, das war im Sommer, wo sie in der Türkei war, hat sie mir erzählt, da hat sie im Auto gestickt und hat sie so ein ganzes Pack Nadeln. Hat sie auch erzählt, dass sie die, glaube ich, dabei hatte. Es sind relativ kurze Nadeln, also auch ich sticke total gern mit kurzen Nadeln. Ich komme ja mit diesen Big Eye Nadeln überhaupt nicht zurecht. Und stick total gern jetzt hier mit den kurzen. Und ja. Ich habe
gehört, ihr wünscht euch ganz lange Perlstick-Videos. Ich werde heute mal versuchen, ein bisschen länger mit euch zu sticken. Ich hoffe, mir geht der Gesprächsstoff nicht aus. Aber irgendwas gibt es ja immer zu sabbeln, oder? Irgendwas gibt es immer zu quatschen. Ja, ich liebe es ja auch, lange Videos, weil dann hat man was und braucht nicht ständig umschalten, kann es nebenbei laufen lassen. Und ja. Und ja, ich habe auch noch eine kleine Ankündigung. Und zwar ist es so, dass ich gefragt worden bin, ob ich nicht meine, ich habe ja Sortierboxen in meinem Shop für Diamond Painting. Und die wird es jetzt bald auch für Perlensticken geben. Ich warte noch auf eine Lieferung. Und zwar, ich habe mir von Preciosa ein Perlenbuch bestellt, in dem alle Perlen eingestickt sind und die ganzen Preciosa-Nummern. Ja, die ganzen Preciosa-Nummern drin sind. Und da werde ich euch dann eine Box erstellen, auch mit einer Registerkarte, indem ihr eure restlichen Perlen aufheben könnt. Ich bin auch noch am Überlegen, ob ich auch so eine Art Color Coach erstelle, wo ihr dann eure Perlen, eure Restperlen einnähen könnt, dass wenn ihr mal ein Bild habt, wo ihr vielleicht keine Nummern habt, dass ihr da vielleicht euch das vielleicht dann zusortieren könnt. Also wenn ihr dann, wie beim Diamond Penny, dass ihr dann hinhaltet die Perle. Ah ja, das ist die Nummer hier. Ich halte mir das mal dran. Es hat ja auch nicht jedes Bild, hat ja Perlennummern. Und dann habe ich mir jetzt mal das Buch geholt und dann könnt ihr das vielleicht dann. Ich muss mir das halt noch überlegen, weil Preciosa hat ja mehr als 1000 Farben, gell? Also dieser Color Coach, das ist ja riesengroß dann. Ich muss mal auch noch gucken, wie ich das mache, ob ich das in einer Art Buchform mache, also, oder ob ich das auch in so einem Karten-Style mache, wie ich es beim Diamond Painting habe. Ja, und es kommt alles noch, also ich muss halt jetzt noch warten, weil das Perlenbuch kommt aus der Ukraine. Das heißt, es hat ein bisschen längeren Versandweg. Das sollte irgendwann Mitte Februar eintrudeln. Ich bin gespannt. Es ist auf jeden Fall schon auf dem Weg. Ich habe so eine Sendebestätigung bekommen. Und dann werde ich euch auf jeden Fall berichten, wenn es dann soweit ist, natürlich. Aber wie gesagt, Needlemine, da gibt es weiterhin wie gewohnt. Und Projektebücher werden auch kommen für Stickprojekte. Nicht nur, da werde ich euch, und zwar mache ich so ein Projektebuch. So in der Art sieht das aus. Es ist auch extra ein bisschen dicker, indem man dann so ein kleines Bildchen einkleben kann und dann sich noch ein paar Details. Machen wir zu, mal kurz ganz raus, so ein bisschen. Also so ein Buch, da könnt ihr euch das dann personalisieren lassen, zum Beispiel mein Stickprojektebuch. Und dann sieht es so aus, und dann könnt ihr euch zum Beispiel hier was eintragen zu eurem Projekt. Ich habe das extra mit einer großen Bindung gemacht, damit wenn ihr euch da was einklebt, dass da auch ein bisschen Platz ist. Ne? Und ich kann euch da mal zeigen, wie das aussieht im Diamond Painting Bereich. Im Diamond Painting Bereich ist es dann so hier ungefähr. Ihr habt hier so ein Bild. Entschuldigt, ich hoffe, es. Ja, ich habe, glaube ich, ganz rausgezoomt, weil die Kamera so nah hängt. Ihr habt da so ein Bild, dann könnt ihr euch hier die Details dazu schreiben. Und da könnt ihr zum Beispiel, ich weiß nicht, ich könnte mir gut vorstellen, dass die ein oder anderen Perlensticker auch Kreuzstich machen. Und dann könnte man ja Perlensticken und Kreuzsticken beides in ein Buch machen. Und das hat Platz für 50 Seiten. Im Grunde könnte man 100 Projekte machen. Oder ihr macht Doppelseiten, dass ihr auf einer Seite halt die Farbnummern vielleicht noch hinschreibt, die bei dem Bild dabei waren. Ja, lauter solche Sachen. Also
Genau, das kommt auch dann. Ist alles in Arbeit. Also es wird wahrscheinlich Mitte Februar, Ende Februar, also wahrscheinlich eher Ende Februar werden. Jetzt kann ich euch mal wieder ein bisschen ranzoomen. Nachdem ich ja hier gerade rausgezoomt hatte. Ja, genau, das ist alles in Planung. Und ich bin auch gerade dabei, mir was zu überlegen für das Wachs. Ihr kennt es ja vielleicht, dieses Bienenwachs, das ihr benutzen könnt, um euren Faden drüber zu ziehen. Ich zeige euch das vielleicht mal ganz kurz. Ich bin gleich wieder bei euch. So, da bin ich wieder. Und zwar sieht das so hier aus. Da könnt ihr quasi hier euren Faden hier so durchziehen. Der ist jetzt ein bisschen kurz. Aber ihr könnt hier quasi euren Faden durchziehen, am besten bevor ihr ansteckt. Und dann bekommt ihr ein bisschen Wachs ab und rollt sich nicht so schnell ein. Ja, also das ist eine coole Sache. Und da bin ich gerade am Überlegen, die selber zu gießen. Ich muss nur überlegen, wegen dem Behälter, also sowas, ob man sowas auch separat bekommt. Ansonsten vielleicht nur so eine Platte anbiete, die man sich dann in so einen schönen Schächtelchen vielleicht drin, nimmt man sich raus und zieht einmal den Faden drüber. Ist vielleicht gar nicht so zwingend, dass man sagt, man braucht diese Rillen. Man kann den Faden ja auch so über die Kante rüberziehen, ne? Muss ich mir mal noch überlegen, das ist auch so ein bisschen in Planung. Weil ihr wisst ja, dass ich, vielleicht wisst ihr ja, dass ich beim Diamond Painting ja auch dieses Painting-Wachs mache. Und da habe ich natürlich dann jetzt alle Materialien da, damit ich das vielleicht auch machen könnte. Aber da muss ich jetzt noch ein bisschen tüfteln und ausprobieren. Also alles in Planung. Ich weiß, es gibt schon von... Einige Händler haben das im Sortiment. Und aber wenn ihr vielleicht eh bei mir einen Needleminder oder ein Magnet bestellt, dann kann man das ja vielleicht auch noch mitnehmen. Dann hat man alles in einem. Oder die Box oder so. Ja, genau, das muss ich mir alles noch durchplanen. So, ich denke, ich werde jetzt den Faden hier vernähen. Das ist auch relativ kurz geworden. Und dann mache ich es einfach so, ich vernähe einfach hier unter die Perle, unter den Perlen entlang. Okay, gehe ich einmal raus und dann sitzt der auch schön fester unter den Perlen drunter, da geht dann nichts mehr auf. Oh, die Nadel will auch nicht raus. So stramm sitzt das jetzt. So. Einmal abschneiden. Und dann tun wir uns einen neuen Faden an. Wo ist jetzt da? Habe ich. Ich stick übrigens hier mit diesem Garn, das dabei war. Das ist ja dieses Bisa 100. Es gibt aber auch ja noch so Titan 100. So. Und zwar nehme ich mir den doppelt. Ich sticke hier auf AIDA sticke ich mit doppeltem Garn. Und mache dann, also hier unten die, ist die Schlaufe und hier oben sind die offenen Enden und dann ziehe ich die Gabel. Die Nadel, warum sage ich immer Gabel? So, einmal durchziehen. Und so kann man auch, ist es auch gut, als besser als wenn man Knoten macht und die Nadel hier oben reinzieht. Weil wenn ich einen Knoten mache, dann habe ich ja das Problem, wenn ich mich zum Beispiel versticke, dann muss ich den Faden abschneiden, weil ich
oder ich muss gucken, ob ich zurücksticken kann. So, und ich mache den Loop-Anstich. Komm, das Verfahren wieder länger. Komme ich ans Stativ. Und dann gehe ich in die Schlaufe rein und ziehe das so fest. Und dann gehe ich gerade wieder zurück und komme oben an meinem Ausgangspunkt raus, wo es jetzt weitergeht. So, zack. Und dann habe ich hinten keinen Knoten, alles schön flach, fertig, kann lossticken. So. Ja. Heute habe ich auch endlich mal wieder ein bisschen mehr Licht. Die letzten Tage hatte ich überhaupt kein Licht groß. Also wir haben solche trüben Tage gehabt. Und heute haben wir endlich mal wieder ein bisschen schönes Wetter. Also was heißt schönes Wetter? Halt kein nicht grau. Na, jetzt habe ich die Nadel rausgezogen. Also nochmal, was so schön war. So. Einmal einfädeln. Flupp. Und dann aber. Und jetzt könnte ich rein theoretisch hier, das hätte ich auch vorher machen können, bevor ich dann das jetzt mache, aber ich könnte hier quasi meinen Faden einmal durchs Wachs ziehen, dass der sich nicht so bis zur Nadel, das eigentlich reicht. Also am besten macht er das, bevor ihr den anstickt, den Faden. Jetzt habe ich ja gerade nicht dran gedacht, aber jetzt liegt das hier neben mir, das habe ich gerade wieder gesehen. So. Und dann hoffen wir mal, dass das sich nicht verknotet. Gerade wenn für die Leute, die auch wie ich ungern den Faden wechseln. Ich mache mir auch immer viel zu lange Stickfäden, glaube ich. Also ich habe ja, glaube ich, so 50 cm. Das ist mein Faden hier jetzt. Ja, dass man halt nicht ständig wechseln muss, gell? Mal ein bisschen vorankommt. Ja. Ja, ich habe gesehen, die Sabrina stickt auch gerade. Kennt ihr ja bestimmt Sabrina Music and More, ihren Kanal? Die stickt gerade auch an so einem schönen Bild. Also das finde ich ja auch total schön mit so Mondblumen. Sie hat ja jetzt ihre Schaukel fertig gestickt. Und jetzt stickt sie an diesem Mondblumenbild. Das ist auch so echt total schön. Das hat mir auch gefallen. Aber ja, man kann auch nicht alle. Ich habe noch ein paar andere Bilder, die mir gefallen. Ich finde ja auch zum Beispiel der Mine ihr Bild so arg schön. Mit dem Balkon. Das sie ja mit dem Honigbär, glaube ich, uns die Community gefragt haben, welches sie als nächstes sticken soll. Und ja, aber leider ist es so Honigbär geworden. Ich hätte mich so auf den Balkon gefreut. Aber der Honigbär hat eindeutig gewonnen. Also die meisten wollen lieber den Bären sehen als den Balkon. Ja, Tiere ist halt auch immer schön, ne? Tiermotive.
mögen die Leute halt. Ja, und da überlege ich tatsächlich, ob ich mir den Balkon auch noch hole. Aber jetzt warte ich erstmal, bis zur Olga ihr Motiv kommt. Die Grinsekatze. Da bin ich echt gespannt schon. Da bin ich echt gespannt drauf. Ja, ich habe ja gehört, dass die Olga ihre Bilder keine Nummern hinschreibt, keine Preziosa-Perlennummern. Aber ich habe jetzt dann das Buch. Dann kann ich die Perlen wahrscheinlich auch zuordnen. Ja. Weil das sind ja ganz viele. Das hat ja, glaube ich, 89 Farben. Hat diese Grinsekatze, wo ich mir da bestelle. Also jede Menge. Und vielleicht, ich glaube, vielleicht bestelle ich mir noch mal so ein Perlenbuch. Soll ich da mal diese Woche machen? Ja, mal, ich weiß noch gar nicht, wie ich das organisieren soll. Oh, Scheibe. Ja, wie mache ich das denn mit so vielen Farben? Bei Diamond Painting ist es einfacher, weil bei Diamond Painting hat man diese, wie sagt man, da hat man halt was zum Schütten, da kannst du ja rausschütten. Oh, ich weiß noch nicht, wie ich das mache, woraus ich stick. Oder bestelle mir vielleicht noch mal so ein Perlenbuch. So eins. Ich habe ja noch eine Blüte. Also in das Buch gehen ja 60 Farben. Dann habe ich noch eine Perlenblüte. Und dann vielleicht noch mal eine Blüte dazu. Ich glaube, in die Blüte passen. Ich weiß gar nicht ganz genau. Ich habe aber noch, ich habe noch eine Wabe. Da passen 19 Farben rein. 19, dann sind es 80, dann fehlen ja immer noch 8. Das heißt, ich bräuchte eine Wabe. Ah ja, ja, die Wabe, die Blüte und das Perlenbuch. Verrückt. Aber da ist es auch so, dass man viel Hintergrundfarbe hat. Und da muss ich vielleicht auch nicht die ganze Zeit das ganze alles belegt haben. Vielleicht die Hintergrundfarbe muss ich mal, ich muss einfach mal gucken, wenn es da ist. Jetzt habe ich mich hier versteckt, glaube ich. Ja. Ja, ich habe das nicht ins Ausgangs-, ins nächste Loch reingesteckt. Weil ich ja doppelt stick. Und dann habe ich es nicht ins, hier, ich bin ja hier wieder durch die Perle durchgegangen zum Doppelsticken. Und jetzt muss ich noch mal hier unten rein und hier oben rauskommen. Oh, wo ist die Perle hin? Ich glaube, die hat jetzt einen Verschwindebus gemacht. Das war so eine. Ich habe ja mir das Perlenbrett nebendran liegen. Ich hole mir gerade dann noch so eine Perle raus. Das stimmt ja nicht. So. So.
seid ihr auch gerade am Kreuz sticken? Was stickt denn ihr so für Bilder? Tokareva oder vorgedruckt? Wieder, aber kein Tokareva, muss ja nicht gleich von Olga vielleicht ein Bild. Voll cool, ich habe ja, ihr kennt ja sicherlich die Vicky, die ist ja auch sehr aktiv, auch bei der Mine. Ich glaube, sie ist der Mine ihre Gruppe, auch Facebook-Gruppe, Kunterbund Mine, ist sie Moderator oder Admin? Ich weiß schon gar nicht mehr, sorry Vicky. Genau, und die hat sich ja ein Perlenbild personalisieren lassen. Das finde ich ja mal auch eine aufregende Sache. Das ist ja auch was, was mich total anspricht, weil ich ja auch selber pixel. So, irgendwie kriegt das mein Handy nicht mehr um, wenn es dann 14 Minuten rum sind, dass es dann umspringt aufs zweite Video. Es hat angefangen, aber nur 50 Sekunden und dann ist es in die Kamera ausgegangen. Gut, dass ich immer ab und zu mal drauf schauen kann. Ja, jetzt weiß ich aber nicht mehr, wo wir stehen geblieben sind. Ah ja, personalisierte Bilder. Und der Vicky, ihr Bild kommt richtig schön raus. Sie hat da ihren Hund personalisieren lassen. Und das sieht so schön aus. Also ey, Wahnsinn, das hätte ich gar nicht gedacht mit Perlen. Wenn man sich das überlegt, gell, mit so Perlen. Aber im Grunde ist es ja wie Diamond Penny, da hast du halt statt Perlen hast du kleine Steinchen. Ja. Aber Perlen ist ja nochmal ein bisschen was Besonderes, gell, finde ich. Ja. Habt ihr euch denn schon mal ein Bild personalisieren lassen? Also, ich glaube, die Olga macht das auch ganz gut. Ich weiß gar nicht, wer das sonst noch macht, personalisierte Bilder. Ob das die Alexandra Tokareva auch anbietet. Ich wurde auch vor kurzem angeschrieben. Und dann wurde mir erzählt von so chinesischen und japanischen Perlen. Ich weiß schon gar nicht mehr. Die auch wohl eine sehr, sehr gute Qualität haben. Ich will auch mal probieren, wenn ich dann mir mal selber ein Bild pixel, also wenn ich das mal dann irgendwie groß habe, mit den Nummern und Farbnummern, dass ich mir vielleicht, also ich habe mir gedacht, ich nehme halt so die Perlen und versuche die den 10 Nummern zuzuordnen. Und ja, wenn ich da mal das habe, dann werde ich auch, denke ich mal, erstmal mit Roncalli-Perlen versuchen. Und wer weiß, vielleicht versuche ich auch mal die Fädeltechnik. Also im Moment reizt es mich noch nicht so mit dem Einfädeln, aber ich habe das gesehen bei der lieben Stickliesel. Die hat so ein ganz süßes kleines Bild und das finde ich, das sieht richtig toll aus. Und sowas kann ich mir auch vorstellen, so mit so einem kleinen Bild das mal zu üben. Diese Fädeltechnik. Die hat auch ein tolles Tutorial gemacht, wie man das macht. Also, und auch die Mine, die hat es natürlich, die Mine macht es halt natürlich in Perfektion, gell? Auch wo sie hat sich da auch einmal verstickt und hat es dann aufgeschnitten. Das war auch total interessant. Ich glaube, es war auch ein ganz langes Video. Ich glaube, es ging 1,5 Stunden oder so. Ich habe das aber komplett angeschaut, weil ich es so faszinierend fand, wie sie das macht. Und ja, das ist natürlich, da muss man halt schon ein bisschen was können. Ja, aber es ist, glaube ich, wie mit allem, üben, üben, üben und sich trauen vor allem auch. Gell? Und ja, dann kriegt das, glaube ich, kann das auch jeder machen. Und ich denke gerade so kleine Bilder sind da auch ganz gut zum Üben. So, ja. Ich meine, klar, im Endeffekt, na, halt, jetzt geht es hier weiter. Im Endeffekt habe ich so überlegt und habe gedacht, ja, es ist schon cool, wenn man es beidseitig hat, aber
Dann ist halt natürlich die Frage, wie hängt man es auf? Also wenn man halt auf Stoff stickt, dann ist klar, es gibt eine Vorder- und eine Rückseite. Und wenn man aber so diese Fädeltechnik macht, dann wäre es ja schön, wenn man beide Seiten irgendwie sehen könnte. Aber wenn man es sich hinhängt, dann hat man ja trotzdem irgendwie an der Wand eine Seite verdeckt, oder? Jetzt habe ich wieder vergessen, da runter zu sticken. So, zurück dieses Mal, dass sie nicht abhaut. Ja, und wenn man es sich dann an die Wand hängt, ist es dann nicht, macht es dann nicht Sinn, irgendwie es vielleicht doch auf Stoff zu sticken? Ich weiß auch nicht. Was ich ja auch interessant finde, ist ja dieses Teppichknüpfen. Ich könnte mir das gut vorstellen, so fürs Bad, so einen kleinen Badvorleger zu knüpfen, weil. Ja. Aber ich habe gesehen, also die sind, glaube ich, schweineteuer, diese Knüpfteppiche. Okay, ist wie mit Perlenstücken. Eine hat geschrieben, sie hat, glaube ich, einen ganz großen Riesenteppich bei Butinette gekauft und der hat, glaube ich, 200 Euro gekostet. Das ist Wahnsinn für einen Teppich. Verrückt. Aber der ist halt natürlich auch sehr groß, gell? Ja. Oh. So. Na? Ja, jetzt haben wir es fast geschafft, die ganze Reihe. Sehr cool, da bin ich richtig, freue ich mich richtig, weil dann kann ich jetzt in der Reihe sticken. Aber da werde ich es mir jetzt, glaube ich, vorsortieren, immer dann vorher. Ich meine, fürs Video ist das natürlich sowieso praktisch, oder beziehungsweise eigentlich kann ich es auch aus dem Perlenbuch nehmen. Ich sticke ja echt gern mit dem Buch. Das hätte ich fast wieder nicht zurück, nicht aus, weiter gestickt. Jetzt wird es spannend, die nächsten zwei Reihen, wie sich dann die Perlen hier setzen. Die schön sitzen oder ob die wieder schief kommen, aber das glaube ich nicht, weil die sitzen ja jetzt schon schön. Und beim AIDA-Stoff war es so, die haben sich schon in der ersten Reihe schon schräg. Und dann habe ich Und dann hatte ich erst in der Facebook-Gruppe gefragt und haben sie gesagt, ja, stick erst mal weiter. Meistens richten sich die Perlen dann, wenn man zwei, drei Reihen drunter gestickt hat. Das habe ich dann auch gemacht, aber hat sich nichts verändert. Dann habe ich in 10er Raster gestickt. Dann war es besser erst, aber da ist es halt dann nicht aufgefallen, weil das ja immer die Schräge irgendwie auch immer nach so ein paar Perlen erst kam. Ja. Und meine Konzentration. Konzentration. Immer so doppelt stickt, ich vergesse ja nicht mal den da hoch zu sticken. Ich fädel gerade nur ein, wenn ich hier kurz immer aus dem Bild rausgehe, dann ist es nur so, dass ich hier ins Licht halte, meinen Faden zum Einfädeln. Halt,
Jetzt hätte ich es fast nochmal falsch gemacht. Mann, Mädchen, pass auf. So, jetzt aber geht's weiter. Ja. Ich bin schon echt gespannt auf die Farben von der Grinskatze. Oh, die werden bestimmt voll schön aussehen. Weil es alles so Mint und Türkis. Ich kann euch ja vielleicht mal das Bild einblenden. Ich hoffe, ich vergesse es nicht. Euch das Bild einzublenden. Wenn ich es vergessen sollte, seid mir nicht böse, aber ich hoffe, ich denke dran, ja, das Bild einzublenden. Weil manchmal, also ich schaue mir nicht immer komplett das ganze Video an. Ich mache so Stichpunkte, wo ich weiß, okay, ja, da wolltest du jetzt noch was verändern oder da wolltest du vielleicht schneiden oder so. Und dann spule ich ein bisschen vor und dann kann es sein, dass ich es dann vergisst man es alles nochmal beim Bearbeiten. Aber wisst ihr was? Ich kann mir ja kurz eine kleine Notiz machen. Grinsekatze einblenden, damit ihr mal die Farben seht. Und das Bild, also es ist auch wieder verfügbar tatsächlich gerade im Moment. Es war eine kurze Zeit, war es ausverkauft. Und jetzt ist es aber wieder verfügbar. Grinsekatze. Ja. Es gibt ja auch bei der lieben Olga gibt es ja jetzt auch den Otter. Auch total toll. Den sticke ich ja im Kreuzstich. Bin ich auch schon ein gutes Stück vorangekommen. Also bin immer noch bei der ersten Seite. Das liegt daran, dass ich zu viel anderes noch nebendran stick. Aber ja, so ist es halt. Und ja, aber der macht auch richtig Spaß. Der macht auch richtig Spaß. Das sind halt auch schöne Farben. Absolut meine Farben. Türkis, Mint, Blau. Ja. Ja. Also, da habe ich auch echt lange überlegt. In der Gruppe haben sie gesagt, ja, jetzt kauft sie doch noch. Weil die alle wussten, dass ich den Otter so toll finde. Und dann habe ich gesagt, oh, ich weiß nicht. Und ich mache es auch, glaube ich, nicht. Weil das ist für mich so doppelt gemoppelt irgendwie. Ich habe ihn ja jetzt als Kreuzstichbild. Ich sag mal, man sagt niemals nie, ne? Die Rina vom Kanal Rinas Jackson, die hat sich den ja gekauft und hat den ja auch vorgestellt in einem Unpacking. Und ich bin schon ganz gespannt, Rina, wenn du den anstickst. Ich bin schon so gespannt. Und die liebe Vicky hat den auch, den Otter. Ja, also von daher, wie gesagt, bei der Rina könnt ihr es dann verfolgen. Bin echt gespannt, wie der rauskommt als Perlenstickbild. Das Perlenstickbild hat er nicht ganz so viele Farben wie mit dem Kreuzstich. Ich glaube, als Perlenstickbild hat er, oh, ich weiß gar nicht ganz genau, sind 60 Farben oder so. Und im Kreuzstich hat er ja 89 Farben. Aber muss ja auch nicht unbedingt, also ich finde, es ist nicht immer zwingend nötig, gleich. Nee, halt im Kreuzstich hat er 118 Farben. 118 Farben hat er da. 89, das war mein Heaven and Earth, genau. Da kommt man schon durcheinander ja bei den vielen Sachen. So. Jetzt fehlen mir hier Perlen. Warum fehlen mir jetzt hier Perlen? Jetzt muss ich mal kurz in meinen. Ich habe was vergessen. Ja, ich habe jetzt so wenig. Die ist komplett noch Frau. Hab zu wenig abgezählt. Hab zu wenig, Alter. Hier noch ein paar rein.
Jetzt habe ich gerade gehört, jetzt ist bei uns die Müllabfuhr gekommen. Wir haben nämlich ein neues Müllsortiersystem. Wir haben jetzt eine gelbe Tonne. Früher hatten wir für Papier und Plastik und Glas eine grüne Tonne. Also erst wurde Papier und Plastik geleert und dann wurde Glas geleert. Und jetzt haben wir eine Glas dazu bekommen, jetzt eine gelbe Tonne nur für Plastik. Also für gelben Sack quasi. Ich weiß nicht, kennt ihr das wahrscheinlich, oder gelben Sack? Also, und jetzt haben wir, sind ziemlich spät dran. Wenn ich mir überlege, vorher, die sind morgens schon gekommen um 5 oder so, aber ja, kann sein, die fahren halt andere Routen, gell? Das ist eine andere Firma, die das macht. Jetzt habe ich mich gerade gehört, dass sie jetzt gerade erst unterwegs sind hier bei uns. Ja. Auch nicht schlimm. Dann stehen die Nachbarn schon nicht da und warten, bis man die Tonne reinholt. Also, wir haben ja auch so echt so ganz genaue Nachbarn. Manchmal ein bisschen anstrengend. So, die letzte hier sticke ich keine, weil das ist der Strich ist quasi die erste Reihe vom neuen Kästchen. So, dann haben wir die erste Runde gestickt. Wunderbar. Und ich glaube, wir sind jetzt ja auch bei fast einer Stunde Video angekommen. Ich würde sagen, ich mache jetzt mal Schluss. Ich halte euch aber auf jeden Fall auf dem Laufenden, wie es weitergegangen ist bei uns, bei dem Bild, wie die nächsten Reihen aussehen. Aber so sieht es doch schon mal ganz gut aus, oder? Was meint ihr? Sitzen doch schon mal ganz schön. Ja, prima. Ja, ich hoffe, euch hat es jetzt gefallen. Mein etwas längeres Video. Ich muss jetzt mal gucken, wie ich es hochlade. Das dauert jetzt wieder eine Weile. Und die langen Videos brauchen immer ein Weilchen. Aber ich denke mal, dass es heute noch online kommt. Also heute ist Montag, der 24. Erste. Falls es heute nicht online kommt, dann wisst ihr Bescheid, hat es zu lange gedauert. Aber ich gucke das jetzt gleich. Ich muss es ja jetzt kurz erstmal bearbeiten und dann kann ich es gleich, denke ich, hochladen. Ne? Okay, meine Lieben, ich freue mich über euer Feedback, wie immer. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Macht's gut. Tschüss.